guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Food Haul. Es gab ja jetzt ein paar Wochen keinen Food Haul, denn wir waren auch die letzten Wochen nicht wirklich einkaufen. Unser Umzug steht ja fast bevor und wir sind die letzten Wochen und die letzte Zeit super viel am Vorarbeiten, sodass zum Ende hin nicht alles so stressig wird. Und wir waren auch super wenig zu Hause, deswegen hat sich natürlich ein Wocheneinkauf jetzt nicht wirklich gelohnt. Aber jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Zeit, die wir zu Hause verbringen und jetzt waren wir heute einkaufen. Wir haben heute Dienstag und wir waren bei Kaufland einkaufen. Wir haben ungefähr so 35 Euro bezahlt und haben ein paar gute Angebote und ein paar Schnäppchen gemacht. Ich habe hier eine vollbepackte Tasche stehen und wir haben auch noch eine Kiste Wasser gekauft. Und dann würde ich sagen, ich quatsch gar nicht lange und ich wünsche euch direkt viel Spaß. Wir haben als allererstes einen Pflücksalat, der war im Angebot und Jakob wollte den mal haben. Deswegen haben wir hier so eine Packung mitgenommen. Dann haben wir noch einen zweiten Salat mitgenommen, denn es soll ja diese Woche super warm werden. Und da ist Salat eigentlich immer die beste Möglichkeit, wenn man nicht so wirklich Hunger hat. Und da haben wir noch so einen kleinen Eisbergsalat hier mitgenommen. Ein bisschen anderes Gemüse muss da auch noch mit. Und zwar einmal Tomätchen und eine neue Gurke. Passt natürlich auch perfekt zum Salat. Alles so gemischt. So normalerweise so Salat, Tomate, Gurke ist immer so mein Lieblingssalat. Dann haben wir noch eine neue Margarine mitgenommen. Ebenfalls im Angebot war Priel. Und da haben wir ein neues Spülmittel hier mitgenommen. Das ist jetzt mit Limette. Und das soll wohl ganz gut sein. Hier steht ganz viel Gedöns drauf. Deswegen bin ich mal gespannt. Vor allem, ich kann auch mal riechen. Riecht auf jeden Fall sehr frisch. Dann war ich in der Billigerabteilung einmal erfolgreich und habe zwei von diesen Frischkäserollen, ja, so nennt man die, oder? Ja, Frischkäserollen mitgenommen und zwar mit Schnittlauch und Paprika. Das sind eigentlich auch mit meine Liebsten. Die sind super, super lecker und die waren jeweils 80% reduziert. Die werfe ich jetzt gleich direkt in die Tiefkühltruhe, denn das kann man perfekt einfrieren und wenn wir so eine Käseplatte machen oder wenn Freunde kommen, hole ich die dann gerne raus und dann mache ich immer so ein paar Snacks. Jakob war in der Backabteilung. Der hat sich zwei Kaiserbrötchen, so wie ich das gerade sehe, mitgenommen und ein Dinkelbrötchen. Und ich habe eine Geflügelrolle. Wir haben nämlich schon 1:30, aber noch nicht gefrühstückt. Das werden wir uns jetzt gleich erstmal genüsslich reinschnabulieren. Ich habe auch noch einmal einen neuen Weichspüler mitgenommen. Der war bei Kaufland im Angebot. Und dann nehme ich am liebsten den in Frühlingsfrisch, denn der riecht einfach bombastisch. Dann hat Jakob einmal Champignons eingepackt und zwar im Glas. Ich glaube, die waren ebenfalls aus dem Prospekt, also im Angebot. Und für den Vorrat. Und ich fand ganz cool, die haben Mini-Wassermelonen im Angebot gehabt. Und da Jakob keine Wassermelone isst und ich jetzt nicht so eine riesige XXL-Wassermelone alleine essen kann, habe ich mir hier so ein kleines Baby mitgenommen und die schneide ich mir jetzt gleich erstmal auf. Da bin ich mal gespannt, ob die gut schmeckt. Ich hoffe natürlich. Ebenfalls für den Vorratsschrank habe ich einmal Salatkräuter neue mitgenommen. Und zwar einmal Paprikakräuter, ganz normal von der Kaufland Eigenmarke. Die nehme ich eigentlich immer. Aber die von Knorr waren auch im Angebot und da habe ich mir einmal die griechischen Kräuter und die Zwiebelkräuter mitgenommen und bin mal gespannt, wie die schmecken. Können wir diese Woche natürlich, wenn wir viel Salat machen, super ausprobieren. Dann habe ich für unsere Salate zweimal Dressing mitgenommen und zwar einmal Honigsenf und einmal French Dressing. Ich mache die ja meistens selber und ich werde auch Essig-Öl-Dressing machen, aber ich hatte diese Woche mal Bock drauf und deswegen durften die nochmal mit. Dann auch für den Salat habe ich einmal Hirtenkäse mitgenommen. Zweimal Milch durfte auch wieder mit. Für mich ganz normal 1,5% Fett. Und Jakob ist immer noch auf seinem laktosefreien Trip, dass ihm das irgendwie besser bekommt. Und deswegen hat er sich einmal hier von einem mitgenommen. Ich habe auch einmal Baguette mitgenommen. Hier diese zwei normalen günstigen Baguettes zum Aufbacken. Ich denke, das werden wir einfach beim Salat dabei essen. Dann habe ich noch einmal so eine Mini-Packung Parmesan mitgenommen. Das ist dann auch für den Salat oder je nachdem, vielleicht für Nudeln diese Woche, wenn wir mal Bock haben. Und da reicht meistens so eine kleine Packung, deswegen ist die mitgekommen. Dann habe ich hier ein bisschen Wurst und Käse. Ich habe einmal Apfel-Zwiebel-Leberwurst mitgenommen, die mag ich ja super gerne. Aus dem Angebot hat Jakob Rügenwalder Teewurst mitgenommen. Und einmal diese Kräuter-Zwiebelwurst mit Olivenöl. Die war runtergesetzt. Ich meine irgendwie 80%. Dann hat er sich die mitgenommen. Dann haben wir an der Theke einmal Fleischwurst geholt. Da war so eine neue Fleischwurst mit Ei drin. Das mag ich sehr gerne. Und einmal Fleischwurst so am Ring. Also so ein Stückchen haben wir da mitgenommen. Und einmal Käse. Da habe ich jetzt Gouda Jung mitgenommen.
Jakob hat sich zweimal Fleischsalat mitgenommen und zwar einmal von Pop den Fleischsalat mit Kräuter, ebenfalls aus dem Angebot. Und als zweites war hier einmal von Hohmann der Fleischsalat, auch mit Kräutern, in der billigen Abteilung 80% reduziert und da hat er den auch mitgenommen. Dann habe ich einmal von Gasi den Grill- und Pfannenkäse mitgenommen in Natur, ebenfalls im Angebot, eigentlich war fast alles im Angebot. Den dachte ich mir, kann ich mal mitnehmen, passt auch immer perfekt zum Salat irgendwie so mit Baguette und Käse, ist eigentlich immer so super lecker. Kaufland hatte wieder von Buitoni die Kilopackung, da habe ich zwei Stück mitgenommen, einmal die Spaghetti und einmal die Tortellini. Fürs Gefrierfach habe ich einmal Hackfleisch mitgenommen, da war einmal 500 Gramm Hack für 50% reduziert und dann dachte ich mir, ist das perfekt zum Einfrieren. Dann haben wir natürlich auch wie immer ein neues Toastbrot mitgenommen und ich hatte mal wieder Bock auf Chips und da habe ich von Funny Frisch die Oriental mitgenommen, das sind mit meine Lieblingschips. Und zum Schluss habe ich auch noch einmal Pfanner, der war nämlich auch bei Kaufland im Angebot und da musste der natürlich mit, denn ihr wisst mittlerweile, ich liebe Pfanner. Da habe ich drei Stück von mitgenommen, zweimal Kirsche und einmal Zitrone. Pfirsich war leider keiner mehr da, aber ist auch nicht so schlimm. Einen Essensplan wird es diese Woche dann, so wie ihr jetzt gehört habt, ja nicht geben. Wir werden Salat machen, so gemischten Salat dann mit Baguette und mit dem Käse, vielleicht noch ein paar Nüdelchen. Und am Wochenende sind wir zum Beispiel auch bei meiner Mama und bei meinem Stiefpapa zum Grillen. Und von daher ist das im Moment ein bisschen durcheinander. Aber durch den Umzug ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, dann Woche für Woche noch einkaufen zu gehen. Man will ja auch das, was man hat, aufbrauchen, damit man nicht so viel mitnehmen muss. Und das Gebrauchte halt, aufbraucht. Ich habe mir aber trotzdem gedacht, jetzt, wo wir mal wieder einkaufen waren, gebe ich euch wieder einen Foodhaul. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so bei warmen Temperaturen am liebsten esst. Bei uns habt ihr jetzt gesehen, ist es meistens Salat mit Baguette oder eventuell Grillkäse. Grillen ist natürlich auch geil, aber ganz ehrlich, wenn es zu warm ist, dann habe ich da auch schon gar keinen Bock drauf. Dann lieber was Kühles, Kaltes. Genau, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann lese ich mich ein bisschen durch und dann verabschiede ich mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Keep thinking that I could have done something, but now